Battle Brothers Folge 15 und wir sind dabei, eine attraktive Quest zu erledigen. Wir müssen Finsterwalde verteidigen und ich gehe davon aus, dass jetzt gleich jemand hier einfällt. Wenn wir lange genug warten nur. Ne? Das Questzeichen ist ja auch da, ist es schon? Nee. Aha, die sind in Sicht. Langsam, wo sind sie? Da. 9 und 8. Oh, das sind zwei Gruppen. Raider sind dabei. Okay. Berthold. Immer zurück, Berthold und der alte Grinser, die Grinsekatze. Der Wendel. Bogenschützen, Armbrustschützen, alles dabei, alles am Start. Mein Sarge. Das ist echt cool. Ah, Treffsicherheit mal wieder gegen null. Der grinst sich einen ab, du. Oh. Gleich das Grinsen, du. Ja, da wäre es mir ganz lieb, wenn er mal sterben würde hier. Und der ist auch schon near death. Ja.
Der ein Schild? Er hat kein Schild. Ach, Glück gehabt. Okay, du ziehst dich mal richtig schön zurück. Ich will nicht, dass du hier noch einen Treffer abbekommst. Ja, das ist bei so unwegsamem Gelände immer Mist, dass ich einfach nicht zu den Leuten durchdringe. So. Und dann gehen wir mal außen rum. Wieso ist der gestorben? Das ist doch Mist jetzt. Wieso ist der Wendel gestorben? Ich habe gesagt, ich spiele so weiter. Wenn einer stirbt, dann stirbt er halt. Aber das ist doch jetzt Mist. Gefällt mir nicht. Sarge, was sagst du dazu? Du kannst doch nicht laufen. Ist das überanstrengend beim Ziehen der Sehne oder was? Wie soll ich denn das jetzt verstehen hier? Hau dem Knüppel zu. Ist mir auch recht, ein Knüppel halt. Der Sarge macht wieder mal, wie immer, kurzen Prozess mit seinen Feinden. Der nicht flieht, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
So, jetzt würde ich gerne mal anfangen, den niederzustrecken. Strecke ihn nieder mit deines Vaters Schwert. Okay. So, und der Wendel? Ach, der Wendel ist gar nicht tot. Okay, was hat der? Sehr gut, minus 5% Range Skill. Permanent. Ja, das, Missing Finger ist natürlich super beim Bogenschützen, Missing Finger. Anders würde ich es auch nicht wollen. So, das war's dann wohl noch nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, da unten rennt's. Ich warte jetzt nur mal den Tag ab. Jetzt gehen die selber raus und killen die oder was? Nee. Ich bräuchte mal. During camp. Ach so, ja, neue. Ja, tun halt welche umbringen. Genau. Nur was ist jetzt hier mit dem hier? Was? Finsterwald has been raided. Alles ist niedergebrannt. Ich habe nichts erreicht. Ist doch scheiße. Ich hätte rausgehen müssen. Was ist denn als... Whipping this fella till he's raw. Was ist los? A man drinking spirit stroke on his ring, he wraps his mouth. Let's talk to the dangling man. There's blood running down his back, streaking from a dozen slashes. Can't a man have his son? Your swell sword, right? Why don't I come and fight for you? I'm strong and able-bodied man. A little horse, I mean, worse for the wear, but that aside, and the ooh, dead animal thing, I'm a man up, upstanding on morals and so. Ach komm, wir nehmen den mit, oder? Der ist ein bisschen strange, der Typ. Hab ich ihn jetzt mitgenommen? Nö. Die Finger habe ich verloren. Aber Level Up gibt's. Der Hugo. Hugo kriegt ein Level Up, das sich gewaschen hat. So, du bist auch schon Level 4. Das ist ja toll. Plus 1, das ist echt schlecht hier.
Ferdinand, was warst denn du eigentlich für einer, Ferdi? Du warst der Karawan. Der Karawan-Typ warst du, okay. Jetzt kriegst du ein paar Lebenspunkte von mir. Ballonblatt-Ei. Das war der Butcher. Ja, der haut auch gut drauf. 66 Punkte hat er schon. Das könnte sogar der sein mit den meisten Millipunkten. Würde ich mich nicht wundern, wenn das so wäre. So. Ah, der kann sich. Der kann sich festlegen. Jetzt ist halt die Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob der ewig mit der Axt rumhauen wird. Ach, das war mit dem. Mit dem schwachen Herz. Ach komm, machen wir mal. Was soll's? Und du? Der Iva. Fuck. Der Wendel, der mit dem Finger. Der mit dem verlorenen Finger. Das ist ja echt eine Schande, weil er gerade 3 Punkte auf Bogenschießen hat, ne? Das ist ja echt ein Witz. Oh, und noch einer. Hier geht's ja Schlag auf Schlag. Noch ein Butcher. Level 5. Ja, bei dem ist es natürlich echt schlecht mit einem Punkt. Der Humbert. Perk. Perk. Ach, der kann auch. Ja, dann geht der halt auf Schwert Mastery. So. Ja, die Quest habe ich ja richtig versaut, du. Das lief nicht so gut. Das lief gar nicht gut. Die Stadt wurde in Schutt und Asche gelegt. Oh Gott. Die 2000 Gold hätte ich gar nicht gut gebrauchen können. Was ist das da? Darf ich vielleicht mal nach Schmelzheim endlich rein? Dankeschön. Sehr lieb. Mal campen. So. Was ist hier jetzt los? Achso, ich habe Sachen zu verkaufen. Oh, ist da mal eine Crossbow? Eine Crossbow, keine Light Crossbow, eine echte Crossbow. Ja, das ist natürlich. Ein Sechser im Lotto fast. Und auch das hat mal wieder keiner mitgeteilt. Musste ich aus der Presse erfahren. So. Dann habe ich hier ein Kite Shield.
Brot gibt's hier. Günstiges Brot. Und der Käse ist auch günstig. Und das ist auch sehr günstig. Alles günstig hier. Tolle Stadt. Hier kann man bleiben. Wieso ich ausgerechnet dem hier für eine Buhn in die Hand drücke, ist mir übrigens auch schleierhaft. Da gibt es doch welche, die können wirklich schießen. Ja, zum Beispiel. So. Das macht mehr Sinn, wenn der Erik das macht. Das ist Sarge. Sarge wird damit. Jetzt muss ich noch kurz schauen, ne? Hallo, was ist hier los? Das ist Sarge? Sarge? Oh, das ist... das wird doch mit A geschrieben, oder? Oh. Das sieht so falsch aus. Sieht alles falsch aus. Ach Gott. Ich wollte schon in der letzten Folge mal nachlesen, wie es richtig heißt. Gut, was haben wir denn hier an neuen? The Lucky Maker. Der Halbmann. Killer on the Run. Ach du Kacke. Nee, sowas. Hol ich mir nicht ins Haus, das kann ja nur Ärger geben. Dann Weapon Smith. Jetzt habe ich eh keine Kohle. Also. Egal. Die Leute sind relativ gut drauf. Das heißt, das können wir uns sparen. Und ansonsten gibt es hier gar nichts außer den Contract natürlich. I got a shipment to Finsterburg. Nee. 160 mache ich hier gar nichts, ja. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Delivered device, lookout for vacation. Einmal ist. Okay, wir müssen die Stadt wieder verteidigen. Für 1500, das mache ich doch glatt. Jetzt habe ich gar nicht ganz schnell noch in der. Schnell noch eine Dingenskirchen hier organisieren. Eine kleine Vergrößerung meiner Truppe, aber nee. Und die Kohle brauche ich jetzt wirklich, denn ich gehe ja quasi kohlemäßig auf dem Zahnfleisch. Na komm schon. Ich bin bereit. Sechs Stück.
Die werde ich wegputzen wie nichts. Jetzt gar kein Problem. Oh! Oh! Nicht schön. Das sind alles Raider, ne? Was hat denn der für ein Ding in der Hand? Zwei, wenn ich da hingehe. Treffe ich den sogar. Guck mal einen an. So. Mit dem Crossbow geht es natürlich hier ab wie Zäpfchen. Oh, 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 oh. Der muss ein bisschen aufpassen, denn der. Ja, so viel zum Thema aufpassen. Oh, der macht wieder Schaden. Der Sarge. Die treffen alle nix, weil es dunkel ist wahrscheinlich. Ist für mich aber trotzdem blöd. Weil ich ja viel mehr Bogenschützen habe als er. Gut. Hat es doch gleich mit Angst zu tun bekommen.
Ich meine, klar. Oh Mensch. Es war klar, dass irgendjemand mal irgendwann sterben wird, aber das jetzt mein... Dass jetzt mein Mann gestorben ist, das ist so traurig. Oh, Eva, pass auf. Scheiße. Der hält richtig viel aus, ne? Dafür, dass er überhaupt kein Schild und gar nichts trägt. Oh mein Gott. Aber das wieder warum war ein Schuss? Einwandfrei. Das war ganz groß. Das war Weltklasse. Das war Weltklasse. So, aber den Hugo hat es zerstört. Und der hat einen Deepface Cut, der ist richtig im Arsch. Der auch. Okay. Aber ein bisschen was an Ausrüstung gibt's und auch keine schlechte. Ein Arming Sword, das Sword ist auch gut. Warbrand, was ist denn das? Two-Hände. Ah, das ist dieser große da von eben. Okay. Misshapen men and crooked corpses litter the ground for battle. Give the dead no serenity over how one comes to a final rest. So, war's das jetzt? Kriege ich mein Geld? Most impressed sind die, okay. Na, wie ist es das? Most impressed. Ja, da ist jetzt die Frage, was ist denn eigentlich Mehrwert, das da oder das da? Augenscheinlich das da. Dann kriegst du es in die Hand. Und gibt es noch irgendwelche Leute mit einem einfachen Schild? Einige sogar. Das hier gerade so sehe. Und dann habe ich den Warbrand. Ja, und wer soll den nehmen? Das ist jetzt der Sword Mastery eigentlich jetzt dann? Okay. Na, vielleicht wäre das eine Waffe für ihn. Für Humbert. Der macht eh die Fatalities. Das Schwert macht quasi mehr Schaden als alle anderen, die ich bis jetzt hatte. Richtig teures, tolles Ding.
Dann haben wir hier so einen Topflappenhelm. Noch eine Flail. Noch eine Flail. Da ist schon die Frage, ob wir die nicht. Gibt's da schon mal. Gut, auch das ist in Ordnung. Und das Arming Sword kriegst dann du. Moment, halt! Was ist jetzt kaputt? Jetzt kommen die da angewetzt, die Briganten. Die Frage ist ja nur, jetzt handle ich ja ohne Auftrag, das heißt, was bringt mir das eigentlich, die anzugreifen? Puh. Zumal meine Gruppe ja schon jetzt wirklich ein bisschen geschwächt ist, die sind ja alle verletzt. Und ja auch ein wenig dezimiert. Ich weiß nicht. Vielleicht die 7. Few Brigand Marksmen. Bogenschützen und Raiders. Ach nee. Ich werde jetzt einfach mal ganz unehrenhaft abhauen. Nach mir Sinnflut. Da, die Finsterwalde Company, die kann ja helfen. Ne, ich muss mich jetzt erstmal regenerieren ein bisschen und überhaupt. Mal schauen, was im Blankenstadt so abgeht. Gleich 3 Quests und jede Menge Leute zum Heiern. Ein Raider. Eduard ist nichts. Bastard. Ja, die interessant wären, die kann ich mir nicht leisten. Die sind einfach viel zu teuer. Der Mindestsänger hier, das. Ja, weiß jetzt auch nicht, ob ich den Minisänger unbedingt möchte. Bisschen Fisch kaufen. Die sind teuer. Das ist der erste Contract. Nach Torvastad soll ich was bringen. 440. Nee. Mache ich nicht. Du musst noch Hagamos bringen. Für 1300. Gibt es da mehr dafür? Nee. Karawane eskortieren, das kann man machen. Okay, ich denke, wir machen mal wieder Schluss an der Stelle. Der Karawanen-Escort wird bestimmt auch ein bisschen
Hardik. Sonst würde es ja alles keinen Sinn ergeben mit dem vielen Geld. Schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.